jede Abteilung arbeitet separat für sich, aber insgesamt, ganze Gebäudetechnikplaner, haben wir sehr, sehr gute Atmosphäre im Büro und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir zusammenarbeiten können. Ich finde es toll, dass man nachher, nachdem man es gezeichnet hat, auf der Baustelle sieht, wie alles eingebaut worden ist und dass man das, was man gezeichnet hat, auch Realität geworden ist. Bei mir im Büro ist es oft witzig, lustig, wir haben es gut miteinander. Es gibt viele Events, es gibt eine Weihnachtsfeier und es gibt auch Lehrlingsevents. Das ist eigentlich fast so wie eine Art Familie. Also es geht natürlich nicht nur mehr ums Schaffen, sondern auch, man hat auch private Gespräche, zum Beispiel eine Kaffeepause und so, und versteht sich eigentlich untereinander sehr gut. Was es vielleicht auch nicht überall gibt, ist, dass wir den Austausch von Hoch- und Tiefbau haben und auch im anderen Betrieb das Team auch sehr familiär ist. Was ich ziemlich cool finde, ist, dass wir auch ein Baustellenpraktikum in der Lehre machen. Ein Hoch- und Tiefbaupraktikum von je 2 Wochen, wo wir dann auch wirklich selber dürfen auf der Baustelle helfen und arbeiten. Und das ist natürlich sehr eindrücklich. Und man weiss dann auch, was man zeichnet, wie das dann auch wirklich gebaut wird. Von Anfang an wird man eigentlich direkt im Projekt integriert, von A bis Z. Und man hat auch Mitspracherecht und kann auch Sachen selber entscheiden. Momentan werden bei Gruner über 60 Lernende in verschiedenen Berufen ausgebildet. Sei auch du bald ein Teil von uns. Ganz nach dem Firmenmotto Gruner. Und der Plan geht auf.